Grüßt euch, Freunde, und herzlich willkommen zur ersten Episode im Jahre 2954 oder auch 2024 genannt. Ja, ich bin erwacht auf Everest Harbor. Ich habe natürlich in der spielefreien Zeit ein bisschen das Verse genossen für mich und habe schon mal ein bisschen die Bounty Hunter Reputation hochgearbeitet. Denn das ist das, womit wir in diesem Jahr starten wollen. Ich glaube, das mache ich irgendwie fast in jedem Jahr. Ganz entspannt einfach mal ein paar Bounties abschießen. So, und das machen wir heute. Habt ihr Bock? Ja, ich auch. So, ich habe hier noch eine Klamotte an. Ich weiß gar nicht, warum ich die anhabe. Da müssen wir natürlich nochmal gucken. Genau, das ist auch eigentlich ein sehr gutes Outfit schon fürs Bounty Hunting. Multitool brauchen wir nicht. Aber wir nehmen auf jeden Fall noch einen Helm mit. So, das ist übrigens die Yellow Hand Security Flight Suit Ausrüstung. Ne? Wenn ihr mal einen seht, der so aussieht, dann ist das ein Yellow Hand Singleplayer Pilot. Ne? Oder wie nennt man die? Einzelpilot? Nee. Wie nennt man denn die Piloten, die in einem Single-Seater sitzen? Single-Seater-Pilot? Ich weiß es gar nicht. Oder einfach nur Pilot. Das kann sein. Ja, ich habe die freie Zeit genossen. Jetzt geht es so langsam wieder los mit den Abenteuer- und Koop-Folgen, sowie auch mit den Verse-News. Die erste Verse-News wird erscheinen, wenn auch ISC, also Inside Star Citizen, zurück ist. Ne, wenn das kommt, dann wird es darauf dann am Samstag auch die erste Verse-News geben. Und dann startet das Jahr wieder so langsam durch. CRG macht halt noch ein bisschen Pause, man merkt das auch an den Servern, die laufen mal mehr oder weniger gut. Ne, im Moment ist es alles relativ flüssig, aber es gibt einiges an Absturz, auch 30Ks haben sich gehäuft. Es gibt zur Zeit der Aufnahme noch ein EPTU, da läuft Siege of Orison. Also, ne, es geht langsam wieder los, aber so richtig in die Entwicklung startet es dann wahrscheinlich erst im Februar. Aber das ist ja auch in Ordnung, ne? Die sollen ja auch ihre Zeit haben und sich auch mal ausruhen. So, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wo ich zurzeit in der Reputation bin. Und zwar, Moment, wo ist es? Hier, Delphi. Seht ihr, ja, Civilian Defense Force, weiß ich auch nicht, warum ich hier so hoch bin. Ich glaube, das ist noch vom letzten Siege of Orison, das wurde irgendwie übernommen. Ne, das kam ja mit dem Patch, kam ja, der jetzt über die Feiertage vorher, kurz vorher, gab es ja den Patch. Aber es wurde halt alles an Reputation übernommen. Das ist natürlich eine schöne Sache. Was halt nicht übernommen wird, sind die einzelnen Licenses. Die müsst ihr halt nochmal wiederholen. Aber ihr habt diese Stränge zumindest drin. Und ihr seht, Bounty Hunter Gilde bin ich jetzt Senior Guild Member. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier unter General Bounty Hunting diese High-Risk-Targets zu machen. Hier, High-Risk-Targets. Das sind Targets, die sind nie einfach. Man muss sich da schon so echt so ein bisschen konzentrieren. Schlechtestes Szenario ist für mich persönlich immer nachts auf einem Planeten. Das ist immer ganz schwierig, weil da muss man immer scannen und meistens wubbeln die dann unten auf dem Boden rum und dann fliegt man gegen den Berg und ihr kennt das. Ne? Und was ihr hier machen müsst, da müsst ihr aber schon bei Mid-Risk oder heißen die Middle-Risk oder Moderate-Risk schon anfangen, ist, dass ihr euch das stärkste Ziel zuerst raussucht. Also ihr bekommt halt, je höher ihr steigt, das Ganze fängt natürlich hier an mit Very Low Risk Targets. Wenn ihr dann die nächste Reputationsstufe erreicht habt, seid ihr dann bei Low Risk Targets. Ich glaube, hier bei Very Low Risk Targets ist es immer ein Schiff, vielleicht auch zwei ganz kleine Schiffe, eine Aurora oder eine M50 oder irgendwie sowas, ja. Dann kommt ihr halt, wie gesagt, zu Low-Risk-Targets. Da kann es dann auch zwei Schiffe, meine ich. Ja, ich genau, das variiert auch manchmal so ein bisschen. Die werden natürlich dann immer besser. Ne? Und bei High-Risk-Target, da ist das schon so, da tretet ihr dann noch nicht gegen eine Hammerhead an. Ne? Um Gottes Willen, das geht. Das könnt ihr alles noch alleine machen. Aber da kann es halt schon mal sein, dass da eine Scorpius ist. Und dann zusätzlich vielleicht noch eine Avenger hier. Nee, was wollte ich denn sagen? Wie heißen sie denn hier, die, was mit V, weiß ich jetzt nicht, ne, hier, Mensch, wie heißen sie denn,
diese Dinger, die da hier von Anvil. Warte mal, habe ich da überhaupt eine von? Hier, Vanguard. So, eine Vanguard. Ne, dass da eine Vanguard rumfliegt. Solche Dinger sind da. Ne? Es sind teilweise auch noch kleine Schiffe dabei. Manchmal hat man zum Beispiel dann eine Terrapin, die da rumfliegt. Ja, um die muss man sich erstmal gar nicht kümmern. Ne? Man muss halt abwägen, welches Schiffe man zuerst ausschaltet, sonst machen die einen nass. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt erstmal auf die Terrapin, dann haben die anderen beiden starken Schiffe natürlich richtig gut Zeit, euch aufs Korn zu nehmen. Und das machen sie dann auch. Und dann seid ihr relativ schnell platt. So, so viel dazu. Genau, wollte ich noch was sagen? Na komm, wir können ja erstmal das Schiff rufen. Ich glaube, ich habe heute mal Bock zur Feier des Tages mit meiner... Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Da. Mit der hier, die gerade zerstört ist. Ah, ist doch gut. Dann kann ich noch ein bisschen was erzählen. So, müssen wir 5 Minuten warten. Das machen wir. So, zack, zack. Alles klar. Genau, es wird natürlich so weitergehen, dass wir jeden Dienstag werdet ihr eine neue Folge Star Citizen sehen. Das kann eine Koop-Folge sein, das kann eine Abenteuerfolge sein, das kann ein Tutorial sein. In der PTU-Zeit kann es auch mal sein, dass es halt jeden Tag eine Folge gibt. Da geht es ja da darum, dann die neuen Inhalte zu zeigen. Und da gibt es dann relativ viel. Und da werde ich dann so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, ja, und ordentlich Content produzieren. Und dann wird es die nächste Folge immer donnerstags geben. Jeweils immer morgens um 7 Uhr wird die ganze Folge dann veröffentlicht. Und Samstag gibt es dann die Verse News, aber am Freitag davor gibt es dann immer noch einen Livestream und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Ne? Hier auf YouTube, ne, machen wir den Livestream. Und was jetzt neu gemacht wird, ich hatte ja in meinem anderen Kanal, dem Feuerabendkanal, wo ich rausgehe und ein bisschen Bushcraft mache, hatte ich ja immer mittwochs gestreamt auf Twitch. Das werde ich ein bisschen einschränken. Das wird nur alle 2 Wochen sein. Und die Woche, wo es dann nicht den Livestream gibt, werden wir wieder mit dem Reststop auf Discord große Events planen und durchführen. Ne, das können die unterschiedlichen Events sein. Manchmal gehen wir einfach gehen wir salvagen, manchmal machen wir eine Ballerei-Aktion. Ne, das können, wie gesagt, die unterschiedlichen Sachen sein. Und da könnt ihr natürlich auch mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne, müsst ihr in den Reststop kommen, jeder kann mitmachen, selbst wenn ihr die Schiffe nicht habt, die jetzt gefordert sind. Beispielsweise, wir gehen auf Mining-Tour und ihr habt halt kein Mining-Schiff, dann setzt man euch entweder als Begleitperson in eine Security-Einheit, damit ihr uns beschützt, oder ihr setzt euch in einen Turm, ne, zum Abminern. Da finden wir auf jeden Fall immer irgendeine Lösung. Ja, dann geht es auch mit der Yellowhand Security weiter. Da wird jetzt wieder fleißig trainiert. Und es wird noch andere Events geben. Mit dem Kartell zum Beispiel, da sind wir auch in der Planung. Da wird es alle 2 Monate Events geben. Das wird dann aber eher im FPS-Bereich sein. Und wir werden ab und zu natürlich auch andere Dinge zocken, wie ihr das natürlich schon gesehen habt. Wie zum Beispiel hier Ready or Not. Ne? Solche Sachen werden wir dann auch mal ausprobieren. Ihr seht also, das Jahr wird sicherlich nicht langweilig. Und wenn das kommt, was CRG uns versprochen hat, dann sowieso nicht. Denn da wird einiges auf uns zukommen an Content, an neuen Mechaniken, an Mobiglas-Überarbeitung bis zur Persistent Hunger und Star Map. Und ach, Freunde, das wird großartig werden. Und ich kann mir vorstellen, dass am Ende des Jahres dann der große Knall kommt und dass wir dann vielleicht sogar in die Beta kommen und von Squadron 42, vielleicht, ne, man weiß es nicht so genau, vielleicht auch schon früher, vielleicht auch erst später, ne, schauen wir mal. Auf jeden Fall wird's geil. Ich freue mich auf jeden Fall extrem. Und die kurze Auszeit jetzt, Ende Dezember und Anfang Januar, haben mir persönlich auch sehr, sehr gut getan, ne, dass man mal wirklich abschalten kann und nicht auch die ganzen Sachen mal aus dem Kopf kriegt. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder Wünsche oder, keine Ahnung, ihr wollt mir mal einfach sagen, dass ich ein toller Typ bin, ne? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde natürlich wie immer darauf reagieren. So, 1:30. So, alles klar. Können wir ja mal ganz kurz gucken, was haben wir denn hier auf Everest Harbor? Natürlich habe ich hier die Yellowhand Security Ausrüstung. Die brauchen wir natürlich, denn wir operieren ja immer von Everest Harbor aus. Und Multitool habe ich hier auch. Eine Coda habe ich hier noch. Ja, das ist so ein bisschen meine Freizeitklamotte. Die liegt hier auch noch rum. Aber wie gesagt, wenn man Bounty Hunting macht mit dem Schiff,
dann sollte man sich wirklich nur so anziehen, weil man weiß ja nie, was passiert. Natürlich habe ich noch Waffen, die sind auch übernommen worden, ne? Die habe ich mir ja auf der Messe noch gekauft. Die sind natürlich alle noch mitgekommen und das ist natürlich auch eine feine Sache. Auch das Teil ist alles überschrieben worden. So, ja, haben wir doch hier einiges am Start. Genau, Kisten habe ich mir auch schon geholt, ne? Die sind dann... Oder die werden dann verladen, wenn wir wieder auf Exploration Tour gehen. Denn da geht es natürlich auch weiter mit dem Chris. Ne? Da werden wir dann uns weiterhin die Außenposten auf Mycotech angucken. Damit haben wir ja schon angefangen. Und da werden wir natürlich jeden anderen Außenposten auch noch besuchen und uns genau anschauen. So, jetzt schauen wir mal ins Mobiglas. Denn wir wollen ja, wie gesagt, Bounty Hunting machen. Und deswegen gucken wir mal, wen haben wir denn hier? So. Kikihiro Vargas. Ja, würde ich sagen, den knöpfen wir uns doch mal vor. Ich hoffe, es klappt. Ja, also ich versuche natürlich mein Bestes. Ne? Der ist irgendwo bei einer Höhle bei Magda. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich so hinfliegen. Aber Magda ist okay. Ne? Das sind alles kleine Monde. Da können wir aus dem Orbit gut hinfliegen. Ansonsten versuche ich natürlich, über die Orbital-Marke abzukürzen. Und was machen wir noch? Richtig, wir nehmen Call to Arms an, was sich hier befindet. So. Denn jeden weiteren, den wir außerhalb des Bounties abschießen, denn dann sind ja immer mehrere Schiffe, bekommen wir halt immer 500 Flocken. Und die sollten wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen. So, ja, und dann werden wir uns natürlich, wir werden natürlich jetzt nicht die ganze Zeit Bounty Hunting machen. Wir werden wieder so viele Missionen machen. Wir werden auf Salvaging Tour gehen. Da hat sich ja so viel getan, was man, ach, wirklich geil. Ne? Ich habe richtig Bock wieder und ich, ja, habe mich da, wie gesagt, auch kaum mit beschäftigt. Und freue mich da jetzt auf jeden Fall wieder richtig einzutauchen in die ganze Sache. So, Events werden wir natürlich auch wieder zocken. Ne? Wenn Siege of Orison losgeht, werden wir da wieder auch zusammen mit den Yellows und den Reststop dort einen Slot finden. Und ihr seid natürlich mit dabei. So, da ist er. Der Schurke. Und den werden wir uns jetzt mal... Den werden wir uns jetzt mal schnappen. Ja, das Bounty Hunter Gameplay... Wird ja auch noch ausgebaut. Genauso wie das ganze Security-Gameplay. Ne, denn wenn ihr zum Beispiel, also wenn ihr im Bounty-Hunting involviert seid und ihr wollt euch zum Beispiel auf Spieler spezialisieren, dann ist das meistens das Problem, dass ihr die nicht bekommt, weil die entweder in einer waffenfreien oder waffensicheren Zone sind, ne, und sich da nicht wettbewegen oder sie springen irgendwo mitten in den Raum. Und dann kriegt man die auch nicht und so. Das ist halt alles. Spielerjagen ist halt nach wie vor irgendwie ein bisschen oll. Ne, da muss auf jeden Fall auch noch was kommen. Ne, und dann die ganzen Gefängniszellen und so. Ah, das wird spannend. So, da ist sie, die Butze. Ne, ich habe mir die natürlich auch schon ausgerüstet. Hier sind komplett Laser-Repeater dran an dem Ding. Ne, somit sollte das Ganze auch relativ safe sein und auch Spaß machen. Jo. Dann machen wir es mal an die Mühle. Zack. Ich hoffe, wir können noch fliegen. Ich habe echt nicht viel gemacht. Wie gesagt, so ein bisschen Bounty Hunting zwischendurch mal. So. Mission ist angegeben. Wir holen uns eine Starterlaubnis. Und los geht das. So, da hinten müssen wir hin. Zu Kikihiro Vargas. Kommt so bekannt vor, dein Name. Ich dachte, dass das ein Verwandter ist. Verwandter vom Schlawiner. Ja, Pyro, ne? Wird natürlich auch immer wieder zurückkommen. Da werden wir auch wieder direkt eintauchen. Dann allerdings mit dem Schlawiner. Ne? Das ist ja mein Outlaw-Charakter jetzt. Und ich bin wirklich gespannt, was CRG da alles dieses Jahr für uns bereithält. Und freue mich da mega drauf. Ich glaube, das Jahr wird sehr, sehr gut. Ist ein Gefühl. Mein Gefühl, das trügt nie. So, da müssen wir hin. Ja, sieht so aus, als wenn der auf der anderen Seite ist.
da sollte es dann auch hell sein. Wir werden wahrscheinlich nicht hinspringen können. Ja, der wird auf der anderen Seite sein. Okay, kriegen wir hin. Kein Problem. Nach wie vor ist das Problem leider, dass wenn man den Quantum Drive während des Sprungs abbricht, dass man halt das Quantum Spool Geräusch hat. Mal mehr, mal weniger. Das hat man so lange, bis man dann wieder in den Quantum Drive geht. Aber zumindest hat man dann die Chance abzubrechen. Ich werde das mal versuchen. Ne, weil so kommt man dann wirklich fast auf 50 Kilometer ran, wenn man gut ist. Ja, und so wie ich zum Beispiel. Ja, leider nur 150. Aber ist auch okay. Das kriegen wir hin. So, Vollgas. Quantum Drive Geräusch ist nicht da. Zumindest höre ich es nicht. So, und wir müssen jetzt erstmal durchscannen. Ne, wen haben wir hier? Vielleicht schon mal ein paar Raketen losschicken. Dann können wir schon mal einen erledigen. Müssen uns natürlich die stärksten Schiffe dann vorher vornehmen. Und manchmal ist es auch so, wenn ihr das Haupt-Bounty zuerst killt, dass die anderen dann abhauen. Ne? Deswegen, wenn ihr die Kohle durch Call to Arms noch mit einverleiben wollt, dann solltet ihr die zuerst killen. Aber geht lieber auf Nummer sicher und killt erstmal die starken Schiffe. Denn es gibt halt welche, die interessieren euch dann letztendlich nicht mehr. So, ich glaube, ich bin noch ganz schön weit weg. Ich glaube, der ist noch wirklich hinter der Mondspitze da hinten. Ne, immer wenn sowas ist, ne? Wenn ich fliege und das Ziel kommt so ganz langsam hinter der Mond- oder Planetenfläche hervor, an welchen Film muss ich dann immer denken? Na, wer weiß es? Wer weiß es? Bueller? Ja, richtig, natürlich Star Wars, ne? Ist ja klar. Natürlich ist die Grafik hier besser, wie die das damals, die hatten ja nur so eine komische grüne, ich glaube, es war grün, ne? Grün oder blau. Ja, aber so können wir ein bisschen scouten. Können wir uns ein bisschen die Gegend angucken. Ne? Vielleicht finden wir ja eine Höhle. So, und wie immer machen wir es in den Abenteuerfolgen so. Hier gibt es keine Schnitte, ja, weil ab und zu sind dann Leute dabei, die sind halt noch nicht lange hier auf dem Kanal. Die sagen dann so, das dauert voll lange, warum machst du da keinen Schnitt? Ne, ja, weil in den Abenteuerfolgen machen wir das nicht. Ne? Da geht es wirklich darum, das Spiel so zu zeigen, wie es ist. Und wenn es Längen hat, dann zeigen wir das. Und wenn es abstürzt, dann zeigen wir das auch. Wenn es ruckelt, zeigen wir das auch. Wir zeigen einfach komplett das so, wie es mir hier, wie es hier präsentiert wird. So, und um das nochmal auch zu klären, ne, ein für alle Mal, weil das kommt auch manchmal in den Kommentaren, ist, nein, ich bekomme von CRG keine extra Server, wo die FPS besser ist. Ne, das wäre natürlich geil. Ich glaube, dann würde ich Geld dafür nehmen. Würde ich sagen, hier, pass auf, ihr könnt mir 10 Euro im Monat überweisen und ihr kommt dann mit auf meinen Server. Da läuft der Server. Nee, das ist hat dann wirklich nur was mit meinem Setup zu tun und meinen Einstellungen und auf den Server, auf den ich bin. Ich bin auch manchmal auf Servern, die laufen nicht. Ne? Also, so. Ziel ist weg. Dann könnt ihr schon mal langsam vom Boost gehen. Da haben wir schon den ersten, den schalten wir mal auf. Der wird relativ groß sein. Hier haben wir schon eine Vanguard Warden. Das ist auch unser Hauptziel. Sehr gut. Die Ziele, die zuerst auftauchen in eurem HUD, sind auch meistens die größten Schiffe. Ja. So, da haben wir das nächste. Der wird wahrscheinlich auch relativ... Ja, ist eine Esperia Prawler. Ist ein Dropschiff. Okay. Ist gefährlich, aber nicht so gefährlich wie die Warden. Dann haben wir da noch eine Glaive. Ja, auch nicht ohne. Okay. Und da haben wir dann noch eine. Und das ist eine... Ja, um die kümmern wir uns als letztes. So, als erstes nehmen wir uns erstmal das Hauptziel vor, würde ich sagen. So, und werden da erstmal ein paar Raketen draufknallen. Ne, das Hauptziel habe ich gesagt. So, das hat der sich aber auch gedacht, ne? So, mal gucken, was trifft. Ja, sieht gut aus. Und natürlich ausweichen, nicht vergessen, ne? Schön den Schlenzi drehen hier. So, und Gas geben. Ne, die sind gut. Die werden euch irgendwann, werden sie euch fertig machen. Ich werde wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr auf Waffen stellen. So, das mache ich, glaube ich, jetzt mal. So, dann laden die Waffen ein bisschen besser auf. Muss natürlich auch meine Schilde achten, ne, dass die uns nicht runterrocken hier. Oh ne, das waren nicht die Waffen. Wo sind denn die Waffen? Da sind die Waffen. Man muss natürlich sein Steuerkreuz kennen, ne? Schiff muss man kennen, sonst ist es doof. So, immer in Bewegung bleiben, natürlich immer straven, auf die Schilde achten, logischerweise. Ne, so, da ist unser Hauptziel schon tot. Schilde sehen noch gut aus. Aufpassen, dass ihr nirgendwo hin kollidiert. So, da ist unser nächstes Schiff, aber das kümmern wir uns gleich. Wir nehmen uns jetzt erstmal
die Prawler vor, würde ich sagen. Ja, obwohl die Blade oder die Glaive wahrscheinlich besser wäre, aber die Prawler kann auch wehtun, wird wahrscheinlich auch dauern, bis wir die weg haben. Aber trotzdem immer aufpassen, dass ihr nicht auf den Boden kommt. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Man muss halt fliegen. Man muss halt so ein bisschen seine Augen und Ohren überall haben. Flares nicht vergessen. Ne? Und vor allen Dingen nicht verrückt machen lassen. Oh, 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 oh. Und dann so gegenfliegen. Ja, ganz genau, mein Freund. So, ich überlege gerade, ob ich nicht doch erstmal die mir die Glaive hole. Wenn ich sie finde. Da könnte sie sein. Ist sie das? Ne, das ist wieder die Prawler. Wo ist denn die Glaive, sag mal? Das ist sie. Die werden wir mal holen. Weil die tut weh, wenn die trifft. Wie bitte? Ich kenne doch meine Mutter gar nicht. Was ist denn da los? So, den haben wir. Der ist im Softdesk. Das passt. 500 UECs kriegen wir auf jeden Fall. Schilde sehen gut aus. Dann werden wir uns erstmal den hier schnappen, würde ich sagen. Damit der einfach nicht weiter rumnervt. So. Und jetzt können wir uns ganz, ganz hier entspannt hier um die Prawler kümmern. So, der andere hat noch was verloren, wie es aussieht. Aber das können wir heute eh nicht einsammeln. Denn wir haben kein Schiff, wo wir Fracht mit reinpacken können. So, Vorteil ist, Prawler ist halt relativ langsam. Wir sind jetzt auch nicht die schnellsten. Aber zumindest nicht so langsam wie die Prawler. Ne, die Prawler ist ein Dropschiff, ist jetzt nicht unbedingt ein Fighter. Kann sich zwar verteidigen, aber sollte jetzt gegen eine F8 nicht so die Chance haben. Ja, die rotzt ja auch ordentlich raus. Oh, 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 oh. Ah, knapp. Ah, knapp. Freundchen. Lieber Kupferstecher. So, sollte sich aber eigentlich gleich erledigt haben. So, wunderbar. Da ist er. Da äumelt sie noch im Software drum. Könnt ihr natürlich noch komplett erledigen. Aber letztendlich müsst ihr das nicht. Denn die Kohle habt ihr so oder so am Start. So, die Prawler explodiert immer ganz schön. Ne? Komm, machen wir das nochmal. So. Ah, sieht das nicht herrlich aus? Mit den Blitzen und so. Schön. Gut, das war unser erstes Ziel. Erfolgreich bestanden. Ihr habt gesehen, wir kriegen ordentlich Kohle. Ich springe dann meistens erstmal raus aus der Kampfzone zu einem Orbital-Marker. So, hier kurz mal was an meinem Knüppel justieren. Zack. Dann werden wir uns die nächste Mission holen. Ja, und das meinte ich am Anfang. Sowas, was wir jetzt gerade gemacht haben, im Dunkeln, hätte schon schief gehen können. Ne, bei unserer letzten waghalsigen Aktion. Also, da müsst ihr dann einfach die ganze Zeit scannen. Müsst ihr die ganze Zeit den machen, ne, damit ihr den Boden seht. Ne, das ist dann einfach so ein Zusatzding. Das müsst ihr einfach noch mit einbringen. Ne, dann seht ihr, wenn ihr dann hier, ich scanne nochmal, seht ihr dann irgendwann das, die Oberfläche. Ne, und das ist eigentlich dann ganz hilfreich. So. Wir gehen wieder ins Moviglas, holen uns den nächsten Gegner. Ich gucke mal ganz kurz in die Reputation, schauen, wie schnell das Ganze geht. Ne, aber ihr seht, also da werden wir relativ lange für brauchen. Ne, also wir werden das auch nicht zusammen machen. Ich werde das dann auch offscreen ab und zu mal machen. Ab und zu werden wir aber auch Bounty zusammen machen, ne, weil es gehört dazu. Alleine, wie auch im Team. Ne, dann werden wir mal die Scorpions rauspacken oder mal wieder die Hurricane fliegen. Schauen wir mal, ne. Und dann werden wir uns da hocharbeiten. Allerdings, wenn ihr zu zweit seid und euch das teilt, dann kriegt ihr natürlich auch nur die Hälfte. Ne? Also das dauert einfach, bis ihr da durch seid. Ne? Und ich kann mir vorstellen, von den High-Risk-Targets, bis ihr hier in der nächsten Stufe seid, zu den Very-High-Risk-Targets, kann das schon gut sein, dass ihr das Ganze 20 bis 30 Mal machen müsst. Ne? So ungefähr. Pi mal Daumen. Ne? So, Bounty Hunting, ne, und ihr könnt natürlich auch die Mid-Risk, ihr könnt das alles noch nach wie vor machen, ihr gibt's auch andere Dinge, ne, die ihr machen könnt, hier Blackjack Security, gut, das ist jetzt bei A-Corp zum Beispiel, ist die Blackjack Security, die ganzen Sachen sind hier natürlich auch von der Bounty Hunter Gilde, ne, Invict Illegal Occupants könnt ihr machen, das ist dann eine Bunkermission, werden wir auch wieder machen, das könnt ihr machen, das ist auch, glaube ich, irgendwie, was am Boden, meine ich.
hörst du Dynamics, genau, Ripple, ne, das ist an so einem Außenposten, ne, also hier Sachen könnt ihr natürlich auch machen, aber wir wollen ja die Bounties machen und deswegen gehen wir wieder auf Art. Oh, wo ist er jetzt? Wo ist jetzt Art? Art? Ne, jetzt ist Art weg. Jetzt ist es Hannes. Hannes Konecki. So, kriegen wir 11.000 für. Ne, das ist auch echt gut. Ne? Also wenn ihr Bounties macht und noch Call to Arms angenommen habt, da könnt ihr wirklich ordentlich Kohle verdienen. Das lohnt sich. Und das Schöne ist, dass ihr da auch nicht kreuz und quer durchs System fliegen musst. Wenn ihr für die Hurston Security eure Reputation oder Lizenzen gemacht habt, dann kriegt ihr hier die ganzen Sachen und könnt ihr dann ordentlich auf die Jagd gehen. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ist er hier bei Magda, oder? Nee. Hä? Da ist er. Ah ja, der ist bei Hurston. Na gut. Schauen wir mal. Ja, wenn ihr Glück habt, dann sind die irgendwo hier oben in diesen zerstörten Feldern, die ja von der Hurston-Familie, ne? Von Hurston, ist das eigentlich auch Hurston Dynamics? Oder ist Hurston Dynamics, doch müsste auch Hurston Dynamics sein, ne? Ne, wo, sind halt Testgebiete, wo die halt Waffen getestet haben und so hat alles, ne? So, wir fliegen jetzt mal direkt zum Hannes. Ah, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ist irgendwie zurückgekommen. Ne? Dieses, dass er da den Sprungpunkt abbricht. Also irgendwie fast ein bisschen nervig, dass das wieder da ist, weil das ist nicht so geil. So, schauen wir mal. Ne, aber meistens, wenn ihr das habt und er will gar nicht, dann müsst ihr einfach, siehst du das, dann springt erstmal woanders hin. Dann springt erstmal zu OM6 beispielsweise und dann geht's. Ne? Also es ist, ja, keine Ahnung. So. Ja, außerdem ist das Hut auch ein bisschen verschwommen, habe ich das Gefühl. Ne? Aber ja, gut. Es ist gerade, wie es ist. Ne? Die Server sind so semi-gut, waren schon mal besser, waren aber auch schon mal schlechter. Und wir ziehen einfach durch, wie wir es halt immer machen. So, hier scheint es wieder auf dem Planeten zu sein. Scheint aber auf jeden Fall auch hell zu sein. Vielleicht haben wir Glück, können direkt hinfliegen. Ja, weil das ist nämlich das Döfste, was euch passieren kann, dass ihr ein Bounty habt auf einem Planeten. Oh nee, das ist doch nicht, ne? Doch nicht. Es ist, glaube ich, doch auf der anderen Seite. Guckt euch das an. Und müsst dann aus dem Orbit dorthin fliegen. Schlimmer ist noch Mycotech. Mycotech ist riesig. Da fliegt ihr ewig. Aber gut, ist wie es ist. So, und das Gute ist halt, wenn die halt in solchen Asteroidenfeldern sind. Ja, da könnt ihr dann wirklich einfach hinballern. Und das ist relativ easy. Ja, genau, das ist jetzt so relativ die Arschkarte, die wir hier gezogen haben. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie über die Orbital-Marke abkürzen können. Ich probiere das mal. Das sieht aber ganz schön knapp aus da hinten. Ich hoffe, ich knall nicht auf den Planetenruf. Weia. Na ja, gut. So, wie sieht es jetzt aus? Jetzt ist es da. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal nach OM1 und brechen dann mal ab. In der Hoffnung, dass es dann nicht mehr so weit ist. Ansonsten müssen wir da halt eben runtergurken. Müssen wir eh. So, ich habe abgebrochen. Ah, 300. Mach. Ich glaube, da kriegen wir besser hin. So, dann springe ich nochmal nach da. Oder warte, ich springe nach da und breche dann nochmal ab. Ich breche ab hier! So. So, das war gut, glaube ich. Ja, hier. 135, das ist perfekt. So, und haben wir das Quantum-Spool-Geräusch im Hintergrund? Nee, glaube nicht. Ah, cool. Sehr nice. So, dann Vollgas. Dann gießen hier natürlich noch so ein bisschen die Wolken, ne, die ja auch letztes Jahr gekommen sind. Ne? Oh, Freunde, ich weiß noch, wo wir immer gesagt haben, oh, Wolken, irgendwann sind Wolken da. Geil. Ne, dann kamen die ersten Wolken, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo waren die ersten Wolken? War das Orison? Waren das die ersten Wolken? Auf jeden Fall war die Performance grottenschlecht.
Ne? Und alle haben gesagt, oh Gott, das wird nichts. Ne? Aber mittlerweile, wirklich, also muss ich sagen, Performance ist echt relativ gut. Nein, das wollte ich nicht. Moment. So, das wollte ich. Bisschen rauszoomen. Ja, CRG hat wirklich im letzten Vierteljahr extrem Gas gegeben. Ey. Wahnsinn, was da alles rausgeknallt wurde, ey. So, jetzt müssen wir uns wieder konzentrieren. Hannes, wir werden das gleiche wieder so machen. Wir werden erstmal die ganzen Schiffe abscannen. Vielleicht bleiben wir auch diesmal ein bisschen stehen, damit wir nicht zu schnell reinrauschen. Wir werden uns dann einen Plan machen. Das würde ich euch auch auf jeden Fall raten. Nicht einfach stur die Ziele angreifen, sondern wirklich Plan machen, Kopf machen, ruhig bleiben, nicht in Hektik ausarten und dann läuft das auch. So, meistens gebe ich Vollgas, ne, richtig schön Speedlimiter aus, bis das Ziel kurz verschwindet. Müsste gleich soweit sein. Und dann gehe ich runter. Meistens, wenn ihr auf einer Planetenoberfläche seid, dann seid ihr eh nicht im vollen Tempo. Ihr seht ja, ne, ich bremse ja schon. Das liegt einfach an der Atmosphäre. So, jetzt ist es verschwunden. Jetzt gebe ich trotzdem noch ein bisschen Gas. Da ist es, 14 Kilometer. Jetzt gehe ich runter vom Gas. Ne, umso eher die Schiffe jetzt auftauchen im Radar, umso größer sind sie. Da haben wir eins. Was haben wir da? Eine Mercury Star Runner. Oh, weia. Okay. Aber die... Um die müssen wir uns gar nicht kümmern im Moment. Ja, die ist völlig ungefährlich für uns. Außer sie kacheln uns natürlich rein. Ne, da müssen wir aufpassen. Aber angriffsmäßig sollte das Ganze auf jeden Fall gar kein Problem sein. So, da haben wir noch einen. Das ist auch nicht unser Hauptziel. Ist eine Freelancer Dur. Ja, ist auch relativ träge. Müssen wir uns auch erstmal nicht drum kümmern. Ich denke mal, unser Hauptbounty wird wahrscheinlich ein anderes Schiff sein. Aber wir können ja schon mal ein paar Raketen draufknallen. Das schadet ja nicht. So, haben wir da. So, haben wir getroffen. Ja, weiß es nicht. So, das ist der Hannes. Der fliegt des Scorpius. Ja, auf die sollten wir uns auf jeden Fall kümmern. Ne, die anderen, wie gesagt, die sind relativ egal erstmal. Ja, bleibt in Bewegung. Ne, ein bisschen rollen. So, seht ihr. Das war schon unser Hauptziel. Na, jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns die Dur. Der hintere Turm ist auch besetzt, so wie es aussieht. Ne, und, ach, da haben wir, nee, da haben wir nichts mehr. Okay. So, ne, und dann seht ihr, ihr könnt auch direkt hinterbleiben. Ne, das ist, der hintere Turm, ja, der juckt euch gar nicht. Ne, der killert ein bisschen. So, haben wir schon Flügel abgeschossen. Ne, zack, da haben wir auch schon wieder was zerstört. So, auch wieder was zerstört. Nämlich das ganze Schiff. So, und dann werden wir uns mal hier... Ne, ihr seht, unsere Schilde flackern so ein bisschen. Ne, dann geht er ab und zu mal auf Schilde aufladen. So, dann gehen die wieder hoch. Schupp, dann geht er wieder auf die Waffen. Ne, weil die Waffenkapazität, muss ich sagen, ist bei dem Schiff... geht so. Aber alles überhaupt gar kein Problem. Der sieht schon so aus, als wenn er flüchten will, ne? Muss ich hier eine schöne Mercury Star Runner zerstören, ey. Ich glaube, der ist schon weg. Oh, hier. Bam. Geil, oder? Oh, ich finde, das sieht immer so gut aus. So, irgendwas hat die Dur verloren. Das will ich mir ganz kurz angucken. Wir können es zwar nicht mitnehmen, aber trotzdem sah das irgendwie interessant aus. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. War das da? Schauen wir mal. Weil leider gibt es ja immer noch keine verschiedenen Scanner. Ne? Das können jetzt auch genauso gut Sachen sein, die abminingbar sind. Obwohl ich glaube, ja, doch sind's. Ne? So, ne, ich will aber Schiffsteile sehen. So, irgendwas war da. So, war das das da? So, wo ist es? Oh, da haben wir noch was. Oh, das sind wahrscheinlich wieder die... Die, ah, hier, warte mal, da war was, oder? Nee. Wo ist die Kiste? Was ist das denn da? Ach so, das ist die Kiste wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er in den Boden reingefallen. Vermute ich mal. Reingebackt. Na gut, okay, dann soll es nicht sein. Ist auch Wurst, wir können sie eh nicht mitnehmen.
Dann hätte mich nur mal einfach interessiert. Hier sehe ich noch Bäume und so. Ah, geil. Ja, so richtig schöne dichte Bäume. Da freue ich mich ja auch schon. Das hatten wir auf Mycotech ja schon. Oh, hier. Was war denn da? Ist eine Höhle hier? Glaube, ne? War das Bounty bei einer Höhle? Oder haben wir jetzt hier einfach zufällig eine Höhle gefunden? Oder ist das überhaupt eine Höhle? Vielleicht ist das auch gar keine Höhle. Höhle, Höhle. Ich glaube, es ist gar keine Höhle, ne? Ich glaube, wenn es eine Höhle wäre... Nee, ist keine Höhle. Soll ich nochmal sagen? Höhle. Dann hätten wir auch ganz viele Diamanten gesehen, glaube ich. Yo. Ja, guckt euch das an hier. Geil, oder? Das ist... Also, ich weiß nicht, ich werde mich da nie dran satt sehen an dieser fantastischen Grafik. Ne, ist der Wahnsinn, wirklich. Ne, einfach nur schön. Ja, und mit diesen Bildern, ne, wie kann es auch besser enden, werde ich mich heute für diese erste Abenteuerfolge im Jahre 2024 verabschieden. Und es wird jetzt munter regelmäßig weitergehen. Und ich werde euch natürlich über alles, was neu ist, auf dem Laufenden halten. Also Freunde, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.